Toni Bernhard, der HC Posen ist die Mannschaft des Jahres 2018. Wie wichtig ist das für eine Mannschaft wie den HC Posen, der auch die Ebel schon gewonnen hat? Ja, das ist eine riesengroße Genugtuung, dass wir auch im ganzen Land Fans hinter uns haben, die für uns gewählt haben. Und das hat man natürlich letztes Jahr gesehen, dass Fans von ganz Südtirol ins Stadion gekommen sind, dass da alle auf der Welle mitgeritten sind. Und früher hat es zwar nicht so geklappt, aber im Großen und Ganzen haben wir im ganzen Land eine gute Fanbasis. Was war jetzt der Unterschied? Ebel Gewinn, heuer gleich das Aus in der ersten Playoff-Runde. Letztes Jahr haben viele Sachen einfach zusammengepasst. Wir haben einen super Torhüter gehabt, wir haben einen richtigen Trainer gehabt, wir haben die Spieler gehabt, was einfach alles gegeben haben für die Mannschaft. Und heuer haben halt vielleicht einfach ein paar Kleinigkeiten nicht gepasst. Wir haben viele Verletzte gehabt im Playoff und dann mit dem Trainerwechsel ist nochmal ein bisschen ein Aufschwung gekommen, aber es hat einfach nicht gereicht. Wir haben vielleicht von der Qualität her schon die Mannschaft dazu gehabt, aber es hat vielleicht intern einfach nicht den Zusammenhalt gegeben, was es letztes Jahr gehabt hat. Und deswegen hat es früher nicht gereicht. Aber wir haben trotzdem alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft, aber es hat halt nicht gereicht. Danke. Bitteschön.